Wir sind die konsequente Friedenspartei im Bundestag, weil wir allen Kriegseinsätzen der Bundeswehr in den vergangenen Jahren nicht zugestimmt haben, sondern diese abgelehnt haben. Mein Name ist Hubertus Debel, auch genannt von meinen Freundinnen und Freunden hier in der Stadt und auch darüber hinaus Hubi. Und also ich bin jetzt inzwischen 62 Jahre alt, bin schon lange in der Politik unterwegs, war auch Ratsherr hier in Münster. Das ist jetzt allerdings wirklich schon Jahre her, das war in den 80er Jahren. Und habe für diverse Landtags- und Bundestagsabgeordnete in der Vergangenheit gearbeitet. Ich hatte mir vor einigen Jahren auch nicht träumen lassen, dass ich selber irgendwann mal Bundestagsabgeordneter werde. Bin seit der letzten Bundestagswahl im Jahre 2013 Bundestagsabgeordneter der Linken. Ich bin über die Landesliste unserer Partei in den Bundestag eingezogen und bin vom Fachlichen her atompolitischer Sprecher unserer Bundestagsfraktion. Ich bin Obmann unserer Fraktion im Umweltausschuss, setze mich deswegen auch mit anderen Themen wie zum Beispiel ein Fracking-Verbot ohne Ausnahmen, aber auch den Ausstieg aus der Braunkohle angesichts der weltweiten Klimakrise ein. Und darüber hinaus bin ich auch sehr, sehr viel hier in Münster unterwegs, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Ich war lange bei den Grünen unterwegs, deswegen auch Umweltthemen, mein favorites Thema. Ich bin aus Gründen, die mit der Entwicklung der Grünen zusammenhängen, aus den Grünen ausgetreten. Namentlich erwähnt seien die Zustimmung der Grünen in Regierungsverantwortung zu Kriegseinsätzen, angefangen bei dem Kosovo-Krieg und dann dem Afghanistan-Krieg 2001 und auch der unsozialen Agenda 2010-Politik, die von den Grünen maßgeblich vorangetrieben worden sind. Bin dann zu den Grünen, zu den Linken gekommen und bin sehr froh, dass ich bei den Linken bin. Ja, wir feiern ja heute hier ein Friedensfest. Münster als Stadt des Westfälischen Friedens. Da wäre die Frage, welchen Stellenwert nimmt denn gerade die Frage nach Frieden und Abrüstung für dich ein? Und glaubst du, dass Münster diesem Prädikat als Friedensstadt heute noch gerecht wird? Also, du hast ja gerade in den einleitenden Worten schon was gesagt zu den Kriegseinsätzen. Es vergeht kaum eine Woche im Deutschen Bundestag, dass nicht über irgendeinen Kriegseinsatz, entweder einen neuen Kriegseinsatz oder über die Verlängerung von Kriegseinsätzen beschlossen wird. Im Regelfall machen wir da auch namentliche Abstimmungen zu diesen Fragen und es stellt sich immer wieder raus, dass wir bei den meisten Abstimmungen, zumindest was die SPD und die CDU/CSU angeht, auf Granit beißen. Die wollen diese Kriegseinsätze verlängern und weiter fortsetzen. Bei den Grünen ist es manchmal so oder so, je nachdem, was es gerade geht. Aber ich glaube, es ist deutlich, wir sind die konsequente Friedenspartei im Bundestag, weil wir allen Kriegseinsätzen der Bundeswehr in den vergangenen Jahren nicht zugestimmt haben, sondern diese abgelehnt haben. Ein weiteres wichtiges Thema, und das hängt natürlich auch mit den Kriegseinsätzen zusammen, sind die Waffenexporte. Auch dort kann man feststellen, dass die Bundesrepublik Deutschland inzwischen drittgrößter Waffenexporteur der Welt ist, Tendenz steigend. Und es ist insbesondere bedrückend und katastrophal, dass auch Waffen in Krisengebiete geliefert werden. Zum Beispiel auch nach Saudi-Arabien, ein Staat, der nun nicht gerade sich mit Ruhm bekleckert hat, was die Menschenrechte angeht. Und ein Staat, der führend bei sämtlichen Auseinandersetzungen am Golf dabei ist und auch durchaus den Terror finanziert. Es ist beschämend, dass die Bundesrepublik Deutschland auch vor dem Hintergrund ihrer Geschichte weiterhin Waffen exportiert. Wir sagen ganz klar, Waffenexporte müssen verboten werden. Was Münster angeht,
Ja, Münster ist die Stadt des westfälischen Friedens und eigentlich sollten wir erwarten können, dass in dieser Stadt dann tatsächlich auch diesem Motto Friedensstadt irgendwas Positives entgegengesetzt wird, auch was die offizielle Stadtpolitik angeht. Das ist aber mitnichten der Fall. Von Münster gehen auch Kriege aus. Ich will nur daran erinnern, dass wir das Deutsch-Niederländische Korps mit Hauptsitz in Münster haben. Dieses Deutsch-Niederländische Korps war von 2015 bis 2016 mitverantwortlich für die Speerspitze Ost, also eine neue NATO-Einheit, die sich ganz konsequent der Aufgabe verschrieben hat, eben auch zu intervenieren, insbesondere auch in den osteuropäischen Staaten hinsichtlich der Politik zu Russland. Das war ein Spiel mit dem Feuer und ist es nach wie vor, weil das nämlich die Kriegsgefahr weiter verschärft. Und von hier, vom deutsch-niederländischen Korps aus, sind entsprechende Initiativen ausgegangen. Dazu kommen tatsächlich auch beschämende Ereignisse in dieser Stadt. Wenn ich zum Beispiel an das 13er-Denkmal denke in dieser Stadt, wo nach wie vor der Leitspruch ist, Treue um Treue. Das Bundesministerium für Verteidigung und die Bundeswehr hat dort Kranze niedergelegt zum Volkstrauertag. Das war auch 2015. Wir haben damals kritische Nachfragen gestellt, weil dieser Spruch Treue und Treue tatsächlich auch in der Tradition der Armee war, die in der Nazizeit hier in Deutschland das Sagen hatte, in der Tradition der Wehrmacht letztendlich. Und dieser Spruch Treue und Treue auf dem Index steht, was zum Beispiel die Bundeswehr angeht, dass der nicht mehr verwandt werden soll, noch dazu, wo die nationalsozialistische Vergangenheit und auch die Übernahme von Generälen und anderen führenden Mitgliedern der Wehrmacht durch die Bundeswehr auch überhaupt noch nicht vernünftig aufgearbeitet worden ist. Glücklicherweise ist es inzwischen so, dass dem Volkstrauertag, dass der nicht mehr gefeiert wird an diesem 13er-Denkmal, sondern dass wir da jetzt von weg sind. Das ist der Friedensbewegung in dieser Stadt und den Friedensinitiativen im Wesentlichen zu verdanken, die darauf aufmerksam gemacht haben und Druck gemacht haben. Es nimmt aber nicht weg, dass die Bundeswehr weiterhin beim Volkstrauertag an einem anderen Ort dann in dieser Stadt dabei ist. Und hinzu kommt, dass die Bundeswehr hier auch weiterhin versucht, Rekruten in dieser Stadt zu gewinnen. Wir sagen, kein Werben für Sterben. Es ist jetzt rausgekommen, dass allein schon die Tatsache, dass die Bundeswehr einen Infostand hier in Münster beim Stadtfest hatte, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 50.000 Euro gekostet hat. Und das war jetzt nur in Münster, sondern das findet auch an anderen Orten natürlich statt. Und ich denke, mit diesem Rekrutenwerben, mit diesem Werben für Scherben muss grundsätzlich Schluss gemacht werden. Das kann nicht sein, dass hier mit tatsächlich Millionenbeträgen weiterhin Rekruten für den Einsatz im Krieg gewonnen werden. Damit muss definitiv Schluss sein. Ja, Hubi, man merkt, du bist ja nicht nur bundespolitisch unterwegs, sondern auch hier lokalpolitisch bewandert. Gibt es noch etwas in Münster, wo du mit Sorge auf deine Heimatstadt schaust? Ja, die Linke ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und wenn ich mir die Wohnungssituation hier in Münster angucke, geht es hier nicht gerecht zu. Normallas und Normalos haben hier kaum eine Chance, um in Münster überhaupt eine bezahlbare und gute Wohnung zu finden. Und das muss sich ändern. Das ist einerseits ein Problem auf der Bundesebene, Stichwort Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, abgekürzt BIMA, die nach wie vor nach dem Profitprinzip agieren. Das heißt, Investoren, die das meiste Geld auf den Tisch legen, zum Beispiel für die Gelände, die sogenannten Konversionsflächen an der York-Kaserne zum Beispiel, die kommen zum Tragen. Und diejenigen, die nicht so viel Geld haben, haben keine Chance, um dazu zugezukommen. Das war 2013 hier im Bundestagswahlkampf auch schon mal ein Thema, wo damals von allen Seiten gesagt wurde, ja, das liegt an dem BIMA-Gesetz, dieses Profitprinzip. Und das BIMA-Gesetz muss geändert werden. Damals haben sich auch Sibylle Benning und Christoph Stresser, also Sibylle Benning, die CDU-Bundestagsabgeordnete aus Münster, und Christoph Stresser, der jetzige Bundestagsabgeordnete der SPD, ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, sie würden dieses unsoziale BIMA-Gesetz ändern.
Passiert ist in der Zeit nichts. Wir haben etliche Anträge gestellt im Bundestag zu dem Thema, die genau das zum Thema hatten, Änderung des BIMA-Gesetzes. Die haben wir auch namentlich zur Abstimmung gestellt. Und siehe da, sowohl Sibylle Benning wie auch Christoph Stresser haben unsere Anträge zur Änderung des BIMA-Gesetzes abgelehnt. Das ist Wählerinnentäuschung und ich glaube, das muss hier in dieser Stadt noch viel mehr bekannt werden. Noch dazu, wo die gleichen Politiker, bei der SPD tritt Christoph Stresser ja jetzt nicht mehr an, aber dafür Robert von Olberg, jetzt genau dieselben Wahlversprechungen wieder machen, die sich, deren Parteien in den letzten 4 Jahren die Chance hatten, das auch in der Tat umzusetzen, weil sie hatten die Mehrheit dafür. Die SPD hätte es auch gemeinsam mit Grünen und uns umsetzen können, aber nichts da. Tatsächlich haben sie jederzeit das verweigert, dass es hier tatsächlich zu bezahlbarem Wohnraum auch durch Maßnahmen auf der Bundesebene kommen könnte. Was mich hier aber auch ärgert, und auch das spielt eine Rolle, wir haben hier in Münster eine schwarz-grüne Mehrheit seit einiger Zeit. Und auch da lässt sich feststellen, wohnungspolitisch passiert da genau das, was die Investoren freut und was die Mieterinnen und Mieter auf die Palme bringt. Zum Beispiel ist es so, dass es unheimliche Verdrängungen gibt in bestimmten Stadtteilen, wie zum Beispiel im Hansaviertel. Da hätte vielleicht eine Milieuschutzsatzung durch die Stadt geholfen, um diese Prozesse zumindest zu verlangsamen oder komplett dem entgegenzuwirken. Diese Milieuschutzsatzung ist mit den Stimmen von CDU und Grünen und FDP und AfD im Rat der Stadt Münster abgelehnt worden. Das sagt auch eine Menge aus über den jetzigen Zustand der Grünen, den ich hier in Münster erlebe. Und das lässt sich sicherlich an anderen Stellen auch deutlich fortsetzen. Zum Beispiel gibt es hier in Münster eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die Wohnen und Stadtbau. Diese Wohnen und Stadtbau muss nach wie vor 2,5 Millionen Euro jährlich an die Stadt abführen, die sogenannte Gewinnabführung. Diese Tatsache waren CDU und Grünen in ihrem Koalitionsvertrag hier für Münster bis zum Jahre 2020 kein einziges Wort wert. Das heißt, diese skandalöse Praxis, dass die Wohn- und Stadtbau, die sicherlich, wenn sie nicht Gewinne abführen müssten, mehr für Wohnraum und für insbesondere sozialen Wohnraum tun müssten, geht ohne weiteres so weiter. Und auch das sagt eine Menge, insbesondere über die Grünen in diesem Zusammenhang aus. Ja, kommen wir hier abschließend von diesem Part nochmal auf die Friedensfrage zurück. In Deutschland sind ja immer noch Atomwaffen stationiert. Du bist, wie wir am Anfang gehört haben, atompolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion. Wie siehst du dort die aktuelle Entwicklung? Also, das ist ein doppeltes Ding. Einerseits setzen wir uns dafür ein und haben das auch deutlich gemacht, dass Atomwaffen international geächtet werden müssen. Es hat ja jetzt die Verhandlungen gegeben im Rahmen der UN bezüglich der Ächtung der Atomwaffen und es ist skandalös, dass die Bundesrepublik Deutschland sich an diesen Verhandlungen nicht beteiligt hat. Das wollen wir natürlich ändern mit neuen Mehrheiten im Bundestag und sagen ganz klar, Atomwaffen müssen verboten werden, sie müssen geächtet werden. Die Atomwaffen, die jetzt noch in Büchel lagern, müssen unverzüglich zurückgezogen werden. Aber es gibt noch eine Sache, die häufig eben in Vergessenheit gerät und die hier in der Region auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Wir haben ja hier im Münsterland, in Gronau, nach wie vor die Urananreicherungsanlage. Und diese Urananreicherungsanlage ist nicht nur bezüglich der sogenannten zivilen Atomenergienutzung von Bedeutung, weil damit wird ja im Moment Uran angereichert, vor allen Dingen für Atomkraftwerke weltweit. Das ist schon mal ein Skandal, weil die Bundesrepublik Deutschland will ja aus der Atomenergie aussteigen und da muss der Atomausstieg eben auch konsequent sein. Das andere ist aber, dass sich auch mit einer Urananreicherungsanlage eben Uran so sehr stark anreichern lässt, dass es atombombenfähiges Uran wird. Und das ist auch in der Vergangenheit schon passiert. Blaupausen der Urenco, also das ist die Betreiberfirma dieser Urananreicherungsanlage, sind vor einigen Jahrzehnten in falsche Hände geraten. Die standen Pate für das Atombombenprogramm von Pakistan, wenn nicht sogar einiger anderer Staaten auch. Und auch das muss man wissen. Steinmeier, der ehemalige Außenminister und jetzige Bundespräsident, hat vor einigen Jahren mit Bezug auf den Iran festgestellt, die Urananreicherung ist der Griff zur Atombombe.
Damals ging es quasi die Urananreicherung im Iran. Aber wenn man das im Umkehrschluss macht, dann bezogen auf Deutschland, dann ist natürlich die Urananreicherungsanlage in Gronau der Griff Deutschlands zur Atombombe. Und allein schon aus diesen Gründen sind wir der Auffassung, diese Urananreicherungsanlage in Gronau muss geschlossen werden.